haben uns diesmal wieder für das gleiche Restaurant entschieden, weil in so eine Schmuddelbude wollen wir jetzt auch nicht gehen. Ja. Meine Heidi hat das natürlich verdient, gut zu essen. Ne. Hier kriegst du zwar einen kalten Rotwein, aber das ist normal so. So, da haben wir gerade noch eben geschafft bis zum Sonnenuntergang. Diese Schildröten, die da drin sind, die sind etwa 3 Wochen alt. 3 weeks old. Hot shark, 2 years old. Das sind so die 5 Hauptarten von Schildkröten, die hier an Land gehen. Das ist Fütterungszeit für die Schildkröten. So, wir sind jetzt hier gut angekommen. Ich weiß nicht, wie der Ort heißt, aber der Strand ist ganz lang und ganz breit. So, das ist mit etwas Glück unser letzter Tag in Brasilien. Wir sind jetzt in Olivia, wo wir 2 Nächte sind. Und geplant ist unser Rückflug heute Abend von Recife. Wir sind alle wirklich gespannt, ob das funktioniert. Kann man nur hoffen, dass der Flug wirklich stattfindet. Ha? Ja, ja. Ja. Nee. Das hier ist ein ganz außergewöhnlicher Baum. So, wir sind jetzt hier in Lissabon im Hotel. Die gucken sich hier gerade brasilianischen Fußball an. Da ist die Welt noch okay. Da gibt es noch Zuschauer im Stadion. Unsere Reise wird jetzt richtig spannend. Ja, wir werden jetzt umgelenkt nach Oslo und von da aus mit der Lufthansa zurück nach Frankfurt. Und wie man hier sieht auf der Departure-Anzeige von Lissabon, die Anzahl der internationalen Flüge ist also dramatisch zurückgegangen. Ich denke mal, noch 1-2 Tage, dann wird man gar keine mehr finden. Jetzt machen wir noch Spießrutenlauf durch Duty Free.
Da hat mittlerweile auch keiner mehr Lust, irgendwas einzukaufen. So, hier kann man sehen, wie viele Flüge mittlerweile gecancelt worden sind. Wo ist unsere? Oslo gibt es immer noch um 7 Uhr. Also das Einzige, was hier noch geht, ist um 7.35 Uhr ein Flug nach Moskau außerhalb Europa. Dann haben wir hier noch einen Flug um 9.25 Uhr nach Brasilien, Boa Vista. Dann haben wir noch ein paar weitere Flüge nach Brasilien und einen Flug nach Boston in den USA um 10.55 Uhr. Und das war es auch schon mit internationalen Flügen. So, wir sind jetzt in der Luft und fliegen nach Oslo. Und ob es von da aus dann weitergeht mit Lufthansa nach Frankfurt, das werden wir dann sehen, wenn wir in Oslo sind. Der Flieger ist hier auch nur maximal zur Hälfte voll. Dürfte einer der wenigen Flieger sein, die noch fliegen. Das hier wird insgesamt eine spannende Anlage. Offensichtlich sieht man jetzt schon in Norwegen, sonst sind es schneebedeckte Berge, das kann nur in Norwegen sein. Also werden wir wahrscheinlich gleich zum Landeanflug auf Oslo ansetzen. So, jetzt beginnt unser letzter Flugabschnitt von Oslo nach Frankfurt mit der Lufthansa A321. Alles wird jetzt wirklich gut. Was jetzt noch schief gehen kann, ist die Gepäckausgabe, dass das Gepäck nicht kommt. Aber da machen wir jetzt auch keinen Stress, das werden wir gleich sehen.